Meine erste SSD mit nur 240 GB hat damals, ich glaube, über 400 Euro gekostet. Heute unvorstellbar. Hallo und willkommen zu einem neuen News, Tipps oder auch Hinweisvideo. Naja, sucht euch einfach was davon aus. Denn schon länger geplant, aber heute wird es endlich Realität. Nein, keine SSD auf Basis von 3D-Cookie-Flash-Speicher, sondern das Video hier. Denn natürlich verfolge ich nicht nur die Preise von Grafikkarten und CPUs intensiv, sondern beobachte natürlich auch die andere stark schwankende Hardware. Also schwankend in Sachen Preisen, ihr Witzbolde. Und das sind unter anderem natürlich auch Arbeitsspeicher und Festplatten bzw. SSDs. Arbeitsspeicher ist zwar günstiger geworden, aber noch nicht so günstig, dass es sich hier jetzt lohnt, ein Video für zu produzieren. Bei normalen HDDs ist die Luft preismäßig wohl einfach komplett raus. Seit Monaten passiert hier nämlich wirklich rein gar nichts mehr. Ja, ein paar Sonderangebote jetzt mal ausgenommen. Und wen interessieren im Jahre 2018 noch HDDs? Okay, NAS bzw. Serverbesitzer sind jetzt nicht so ganz uninteressiert. So wie ich zum Beispiel, wenn ich nämlich mein ganzes YouTube-Gedöns auf SSD speichern und backupen müsste, ja, dann wird das schon ganz schön ins Geld gehen. Also nutze ich im NAS natürlich auch weiter brav stinknormale HDDs. Im PC da hinter mir sieht das aber ganz anders aus, denn ihr wisst ja, ein PC, den man hört, der ist ja so gar nicht mein Ding. Und genau dafür gibt es ja auch SSDs. Aber die haben ja jetzt nicht nur den Vorteil, dass Graswachsen deutlich lauter ist als das Betriebsgeräusch einer SSD. Nein, sie sind ja auch noch rasend schnell. So schnell, dass schon seit Jahren der SATA 6GB-Bus völlig ausgelastet ist und es daher natürlich keine neuen Geschwindigkeitsrekorde mehr gibt. Diese gibt es nämlich nur bei NVMe-SSDs im praktischen Steckkartenformat. Die sind allerdings auch deutlich teurer. Apropos teuer, denn ja, genau darum soll es ja heute gehen. Denn der preisliche Nachteil im Gegensatz zu einer HDD ist natürlich immer noch enorm. Wenn ich daran denke, dass meine erste 240 GB SSD tatsächlich über 400 Euro gekostet hat, Wahnsinn! Aber sie wurden ja schnell günstiger und man ging davon aus, dass SSDs bald preisliches HDD-Niveau erreichen werden. Aber Pustekuchen! Denn leider wurden SSDs kaum günstiger und 2016 stiegen die Preise sogar nochmal ordentlich an. Und ein Ende war eigentlich auch gar nicht in Sicht. Bis heute! Wobei ein Ende auch immer noch nicht in Sicht ist, aber nun gehen die Preise halt steil bergab. Und das heißt deutlich unter 20 Cent pro Gigabyte. Zwar immer noch weit entfernt von HDD-Preisen, aber eine ganz andere Liga als noch vor circa einem Jahr. Gucken wir uns doch einfach mal eine der beliebtesten SSDs an. Die Samsung 860 Evo mit 500 GB. Die habe ich ja unter anderem auch in meinem PC hier hinter mir und dafür vor nicht allzu langer Zeit noch 190 Euro bezahlt. Ich war jung und ich brauchte den Platz. Und mittlerweile muss man sich schon gehörig anstrengen, wenn man diese für über 100 Euro ergattern möchte. Bei Amazon gibt es das schicke Teil aktuell für knapp 97 Euro inklusive Versand. Das ist der blanke Wahnsinn! Mitnichten, denn da geht noch einiges. Die ähnlich beliebte und genauso gute Crucial MX500, hier mal als Beispiel eine Packung der BX300, die ich übrigens sogar auch mal getestet habe, ja, die liegt nämlich noch deutlich darunter. Nur 88 Euro inklusive Versand für 500 GB. Bei anderen Händlern zwar günstiger zu haben, hier kommen dann allerdings noch die Versandkosten drauf. Zu teuer? Mein Gott, was seid ihr Geizhäse? Aber ihr wisst ja, wer billig kauft, kauft in der Regel zweimal. Wobei ich das bei SSDs eigentlich nicht so sehe. Die Leistungsunterschiede sind nämlich für den Otto-Normal-Monti so gut wie gar nicht wahrnehmbar. Denn da ist ja auch noch Intenso mit seiner 512 GB SSD. Okay, hier versagt Amazon preislich zwar total, aber woanders gibt es das gute Stück für unschlagbare 77 Euro inklusive Versand. Und das für wohlgemerkt 512 GB. Und das sind dann läppische 15 Cent fürs Gigabyte. Wer jetzt denkt, dass man da noch drunter kommt, wenn man jetzt einfach eine größere SSD kauft, der irrt leider. Denn auch 1 TB SSDs kosten meist ziemlich genau das Doppelte ihrer 500 GB Schwestern. Wer etwas sucht, kann aber auch hier und da sicherlich doch nochmal einen ordentlichen Schnapper machen. Ich selbst würde aber wohl immer zur Crucial greifen, da ich damit selbst halt auch super Erfahrungen gemacht habe. Trotzdem werdet ihr ganz sicher auch mit den noch günstigeren SSDs
sicherlich ziemlich glücklich werden. Wie gesagt, ist die Marke bei SATA 6GB SSDs mittlerweile nicht mehr ganz so entscheidend, denn selbst die Haltbarkeitsgrenzen werden Otto Normalmontis so schnell nicht erreichen. Aber unter 15 Cent das Gigabyte habe ich jedenfalls bisher nichts gefunden. Falls ihr aber was findet, zögert nicht, es mir mitzuteilen. Dann würde ich dieses Angebot unter dem Video verlinken, solange es auch ein seriöser Shop ist. Und wie sieht es mit NVMe-SSDs aus? Ja, nicht ganz so rosig, aber auch hier fallen die Preise natürlich. Hier sollte man allerdings jetzt nicht so blind kaufen wie bei den SATA 6GB SSDs. Denn hier gibt es enorme Leistungsunterschiede. In der Praxis zwar auch nicht immer bemerkbar, aber weiterhin steht hier Samsung mit seiner 970 Evo in Sachen Preis-Leistung einsam an der Spitze. Andere Hersteller holen leistungsmäßig zwar auf, ja, aber aktuell kommt einfach niemand an Samsung ran. Die 970 Pro legt sogar noch einen oben drauf, ist allerdings preislich ziemlich unattraktiv. Und ich selbst habe mir letztes Jahr eine Samsung 960 Evo mit 500 GB gegönnt und 220 Euro gezahlt. Ja, die Zeiten sind ein Glück vorbei. An die normalen SSDs kommen die Preise aber noch lange nicht ran. Ja, um die 160 Euro sind für den Nachfolger 970 Evo dann aktuell fällig. Das sind dann 32 Cent pro Gigabyte. Also mehr als das Doppelte der günstigsten SATA 6GB SSD. Ob der Mehrpreis lohnt? Ich sag ganz klar nein. Denn selbst mit der Samsung Evo 970, die so schnell wie ein Threadripper groß ist, merkt man wirklich nur im direkten Vergleich einen Unterschied zu einer normalen SATA 6GB SSD. Nur beim Kopieren, da geht natürlich dann die Post ab. Und es ist ja doch schon schön anzusehen, wenn da mal eben 3 GB die Sekunde rumkopiert werden. Aber dafür den doppelten Preis zahlen? Na, ich weiß ja nicht. Wer aber will, der findet natürlich auch zur Samsung Evo 970 einen Link unter diesem Video. Genauso wie zu allen anderen besprochenen SSDs. Zugreifen lohnt sich bei diesen Preisen auf jeden Fall. Wobei, stopp, Jim Handy sieht das wohl anders. Wobei ich allein den Namen ja schon sehr geil finde. Er klingt ja eigentlich wie so eine Actionfigur aus den 80ern. Diese Actionfigur ist aber, ja, Analyst. Und ihr wisst, was ich von Analysten halte? Nein? Okay, für die seltenen Zuschauer meines Kanals gar nichts. Denn was die Analysten können, das kann ich auch. Und mal stimmt's und mal halt nicht. Und ich habe das Gefühl, dass ich öfter richtig liege als die Profi-Analysten, denen die SSD-Preise bei deren Gehältern ja eh egal sein können. Jedenfalls sagt Action Jim voraus, dass die Preise 2019, also nächstes Jahr, unter 8 US-Cent fallen sollen. Und das aufgrund geringer Nachfrage und zu hoher Produktion. Also zur Ehrenrettung von Handy Jim. Ja, das ist durchaus möglich und ich bin mir fast sicher, dass das auch passieren wird. Aber für diese Aussage bedarf es keiner lebensgroßen Actionfigur. Da reicht auch ein alter Mann auf dem YouTube-Kanal Das Monty. Denn neue Techniken wie die 96 Layer 3D NANDs machen SSDs so oder so nochmal einen Tacken günstiger, ob sie es wollen oder nicht. Du bist jetzt günstiger! Und ob ich wirklich richtig liege, das seht ihr... Naja, dann wohl nächstes Jahr. Ich bleibe natürlich dran am Thema, genauso wie bei Grafikkarten und Arbeitsspeicher und halte euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Und wer von mir auch auf dem Laufenden gehalten werden will, der sollte seinem Gewissen unbedingt mal etwas Gutes tun und diesen Kanal natürlich einfach abonnieren. Denn sonst verpasst ihr großartige News, Tipps, Reviews und natürlich einen ganzen Haufen Kekse und Kaffee. Ach ja, liken beruhigt das Gewissen fast genauso gut, also hopp hopp. Ich danke fürs Zuschauen und hoppe da mal weg. Bis dann.